Hallo da draußen, Kerge der Name und wir spielen weiter Need for Speed Most Wanted. Wir stehen hier gerade vor Jules und müssen dafür noch ein paar Rennen fahren und ein bisschen Kopfgeld sammeln und ein paar Meilensteine und Pipapo. Das Übliche halt, ne? Kennt man ja. Unser Auto haben wir ein bisschen aufgerüstet, auch wenn es nicht viel aufzurüsten gab. Und ich denke mal, ich beginne diesen Anteil hier einfach mal mit einem Rennen. Denn solange mich niemand vom Gegenteil überzeugt, und das ist bisher noch nicht passiert, solange bleibe ich einfach mal dabei, die Rennen zusammenzuschneiden, sprich die ganze Vorbereitung euch zu ersparen und wirklich nur so ein paar relevante, ich sag mal, die Story vorantreibende Momente festzuhalten, wie zum Beispiel SMS, die uns sagen, wie es weitergeht. Wie zum Beispiel, ja gut, Verfolgungsjagden halte ich noch für relativ interessant. Ich denke, da werde ich noch dabei bleiben. Die werden wir uns weiterhin gemeinsam ansehen. Aber ansonsten die ganzen Rennen hier. Ich meine, es passiert ja nichts. Wir schalten fürs Auto nichts frei. Es ist immer das Gleiche. Deswegen erspare ich euch das Ganze halt. Und wir sehen uns dann wieder zu den zu den jeweiligen Blacklist-Fahrern. Ihr merkt, ich versuche gerade mich ein wenig zu konzentrieren. Konzentriert fahren und dabei reden ist mitunter schon mal ein bisschen doof. Ich fahre gerade nach Little Italy. Und ich denke mal, das Tempo in diesem Fall synonym für den Schwierigkeitsgrad, dürfte langsam etwas anziehen. Vermutlich. So, die erste Runde als erster. Also, das ist ein K.O.-Rennen. Alles klar, Griffin ist rausgeflogen. Okay, soweit so schön. Entschuldigung fürs Anschubsen. Aber auch hier würde ich wieder behaupten, scheint unser guter alter Kobalt durchaus noch konkurrenzfähig zu sein, wie es aussieht. Was bedeutet, dass ich den nicht in der nächsten Zeit austauschen werde. Obwohl wir inzwischen ein gewisses finanzielles Polster haben. Also langsam könnte man sich durchaus was Neues aufbauen, wenn man denn wollte. Will ich aber nicht. Okay, fünfter Gang. Ich habe immer noch keinen sechsten Gang gesehen. Wir haben ja nach dem letzten Rennen ein neues Getriebe einbauen können. Ich glaube, da ist noch kein sechster Gang dabei, falls wir ihn überhaupt irgendwann bekommen. Nö, Leute, ihr werdet hier jetzt nicht an mir vorbeiziehen. Sonst fliege ich nämlich raus und darf das Ganze hier nochmal neu anfangen. Nee, Leute, das sehe ich nicht ein. So, haben wir das. Nail ist rausgeflogen. Ich nehme einfach mal die halbe Stadt auseinander, alles klar. Ist auch gut, dass es einen überhaupt nicht langsamer macht oder so, ne? Alles kein Problem. So, kannst du mal aufhören, so dicht aufzufahren? Das macht man nicht. Das ist unhöflich. Auch immer noch konzentriert unterwegs zu sein. Ui, ui. Okay, eingeschlagen. Nee. Oh ja, komm. Und dann auch noch hier ausbremsen oder was? Nee, komm, vergiss es. Ja, das wäre es jetzt noch gewesen, wenn ich dafür jetzt hier hätte neu starten müssen. Prämie 8K, finde ich nicht schlecht. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Rennen, was bedeutet, ich mache weiter mit dem nächsten Rennen und entlasse euch aus dieser ganzen Geschichte hier. Und wir sehen uns dann gegebenenfalls irgendwann mal zu einer Verfolgungsjagd, falls da was Interessantes passiert. Und ansonsten, wisst ihr was? Ich mach's anders. Ich werde ab jetzt noch ein, zweimal einblenden, wenn irgendwelche SMS oder sowas reinkommen, die uns irgendwas ach so Interessantes mitteilen.
Und ansonsten sehen wir uns noch in dieser Folge zum Dings hier, zum Blacklist-Rennen. Also zum Rennen gegen Jules wieder. Ich meine, warum soll ich das so sehr lange ziehen? Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen eingefahren, wir haben ein bisschen was gesehen in den letzten Folgen. Entschuldigung. Okay, die Kapausche fährt hier schon mit. Alles klar, läuft bei dir. Und ich habe hier eine Abkürzung stehen lassen. Hier war ich jetzt sehr unschlüssig, was ich machen soll, aber anscheinend war ich nicht der Einzige, alles klar. Ne, gut, alles klar. Dann würde ich sagen, ich fahre jetzt einfach noch die Rennen zu Ende und wir sehen uns dann zum Blacklist-Rennen. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Also genauso machen wir es. Also dann, bis gleich nach dem Schnitt. Ciao. Kavum. Jetzt alle Cops. Donut. Ja, so sind sie, die Herren Gesetzeshüter. Wow. Sportlich ambitioniert, sage ich mal. Wie der da gerade ins Bild gesprungen ist von rechts. Habt ihr das gesehen? Wow. Ich bin beeindruckt. Okay, jetzt werfen die schon Milchlaster nach mir. Alles klar. Läuft bei euch, Leute. Läuft bei euch. Das meint ihr doch nicht ernst. Verstanden. Verdächtiger ist verhaftet. Unterstützungseinheiten ziehen sich zurück. Tja. So sieht das also aus, wenn man in diesem Spiel verhaftet wird. Habe ich jetzt auch mal zeigen wollen. Boah, das war jetzt richtig mies, ey. Aber richtig mies. Wenn du erwischt wirst, musst du für deine Verstöße bezahlen, zahle die Geldsumme oder benutze einen Entlassungsschein für den Knast. Dieses Symbol schiebt deine Schuld auf und verhindert eine Verwarnung, die gegen deinen Wagen verhängt wird. Wenn du nicht genug Geld oder das richtige Symbol hast, konfisziert die Polizei deinen Wagen. Wir haben 4 von den Symbolen. Und die Gesamtkosten belaufen sich auf 20.000. Das ist beides ein Witz, wir können das bezahlen. Ah, jetzt darf ich hier wählen. Irgendwie ging das gerade nicht. Ja, was machen wir jetzt? Symbol oder Geld? Ist eigentlich wurscht, ne? Ach komm, nehmen wir Symbol. Ja, natürlich für den Kobalt. So, haben wir das jetzt? Ja, okay, gut, schön. Tja. Das zum Thema Meilensteine. Also das Ganze nochmal. Ach hier, solche Meilensteine gibt's ja auch. Da mache ich das halt gerade. Meine Güte. Oh, hi Mia. Hier ist Mia. Glaubst du das? Ich hätte nie gedacht, dass die in Rockport so gut sind. Die haben echt alles geplant. Ich kenne diese Straßen schon lange, aber davon hatte ich keine Ahnung. Fahr los und mach dir selbst ein Bild. Ich melde mich später bei dir. Ja, tu das. Wer hat alles geplant? Die Cops? Ah, betrifft die Blacklist, ist gut organisiert. Na gut, Schatzi, wenn du meinst. Wir kümmern uns jetzt erstmal um einen anderen Schatzi. Und, warte mal, vorher, nein, das will ich doch gar nicht, Entschuldigung, ich habe gerade B gedrückt für zurück, wie man normalerweise meinen könnte. Aerodynamik, fahre ich mal ein bisschen zurück. Ich habe nämlich hier ein bisschen mit den Menüs hier rumgespielt, alles ein bisschen hochgedreht, ein bisschen runtergedreht. Unser Nitro dauert länger, unser Kompressor läuft jetzt auf den höheren Touren richtig.
Und die Aerodynamik. Na ja gut, ich habe festgestellt, bei 302 ist Schluss. Wir haben nur 5 Gänge. Und bei 302 regelt die Kiste so oder so ab. Also können wir die Aerodynamik auch ein bisschen hochschrauben. Da erreichen wir die Geschwindigkeit immer noch, kommen aber besser um die Kurven. So zumindest meine Theorie. Erreiche Meilensteine 4 und wir haben 3. Gut. Dann holen wir uns jetzt noch eben einen Blitzer hier, ist ja gar kein Problem. Und sobald wir den haben, fordern wir mein Dämmchen heraus. Ich würde sagen, ich schneide jetzt an dieser Stelle ja auch nicht mehr. Ich nehme euch jetzt einfach mit für die letzten paar Meter. Lenkung ist ein bisschen zackiger geworden, wie ihr vielleicht merkt. Bisschen nervöser. Was war das gerade für ein mickriges Nitro? Oh, hey Rock. Du bist dran. Jules ist bereit, wenn du es bist. Sie mag echt süß sein, aber denk dran. Schlägst du sie, bist du die Nummer 8 der Blacklist. Ich denke an nichts anderes. Aber jetzt muss ich doch nochmal gerade kurz nachgucken. Das kam jetzt irgendwie spanisch vor. Müsste eigentlich alles richtig sein. Bodenfreiheit ist auch hoch, damit wir nicht so sehr über die Bordsteine hoppeln. Das hat alles seine Richtigkeit hier eigentlich. Strange. Na gut, wir können sie herausfordern. Ich kann es mal kurz zeigen. Wir haben hier alle 3 Rennen. Abserviert? Hä? Was? Ach so, nein. Hier, bei ihr hier. So, hier haben wir alle Rennen jetzt durchgemacht. Wusste ich gar nicht, dass man hier auch nochmal durchgucken kann nach den anderen, die wir schon haben. Naja, ist wurscht. Okay, herausfordern. Los geht's. Ein Sprint und ein Drag. Damit werden wir ja wohl irgendwie klarkommen, denke ich mal. Und danach will ich die Aufnahme dann auch beenden. Bin schon seit über 2 Stunden unterwegs. Gut, wenn ich 20 Minuten abziehe für die gefailten Aufnahmeversuche am Anfang, da hatte ich ein bisschen Probleme mit dem ganzen Krempel hier, dann komme ich immer noch auf ungefähr 2 Stunden effektive Aufnahmezeit. Was eine ganze Menge ist. So, perfekter Start. Der Tech-Antrieb wie am Frontantrieb. Das hat sich nicht viel getan, wie es aussieht. Ich hoffe nur, dass wir A, einen ordentlichen Kurvenvorteil tatsächlich haben. Was irgendwie gerade den Anschein machte. Und dass wir diesen Kurvenvorteil B hoffentlich auch so ein bisschen nutzen können. Das wäre ganz schön. Aber wenn ich mir die lange Gerade hier ansehe... Naja. Ich bin mal sehr gespannt. Wir wollen auf jeden Fall mal das Handtuch noch nicht ins Korn werfen, ne? Mal sehen, was wir hier hinkriegen. Das Auto fühlt sich ein bisschen träger an, ein bisschen schwammiger. Liegt natürlich an der Erhöhung der Bodenfreiheit. Hauptsächlich, aber eben auch an der Aerodynamik. Dadurch verlieren wir natürlich ein bisschen Beschleunigung. Aber wir dürften keine Endgeschwindigkeit verlieren, denke ich mal. Wie gesagt, die Hütte regelt sowieso ab. Von daher ist das ziemlich wurscht. Wenn wir da ein bisschen mehr Aerodynamik draufpacken, dann sollten wir immer noch die 302-Spitze erreichen. Ist übrigens auch so eine Sache, mit der ich mich jetzt zum ersten Mal befasst habe hier in diesem Spiel. Damals war es einfach irgend so ein Arcade-Racer und hat ganz gut Spaß gemacht und man konnte Autos tunen und fahren und das war's. Ich meine, klar, ich habe Autos abgestimmt in Colin McRae 3 und später auch 05. Da konnte man ähnlich grobe Abstimmungen vornehmen wie auch hier. Das habe ich gemacht. DTM Race Driver hatte sowas, glaube ich, gar nicht. Bin ich jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, das hatte sowas nicht. Ja gut, und mit Forza bin ich dann halt voll eingestiegen in dieses ganze Tunen- und Abstimmen-Gedöns-Kirchen. Aber hier in Need for Speed hätte ich damals nie dran gedacht. So, 302 und er kann sie einigermaßen halten. Ja gut, ein bisschen mit der Aerodynamik könnte man nochmal zurückrudern. Könnten wir schon. Erinnert mich mal dran. Ich vergesse das sonst.
Für ein Blacklist-Rennen bis jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ich will den Tag nicht vorm Abend loben. Erstmal abwarten. Und bis jetzt bin ich doch relativ zufrieden damit, muss ich sagen. Boah. Okay, Glück gehabt. Ein richtig unverschämtes Glück habe ich da gerade gehabt. Jetzt haben wir hier richtig schön Feuer. Jo, knapper Sieg. Ist am Ende auch wurscht. Hauptsache wir gewinnen. Das ist ganz egal, ob das ein Fotofinish ist oder ob du 3 Minuten vorher reinkommst. Gewonnen ist gewonnen, das ist das Einzige, was zählt. Also wenn ich das Auto hier für eines jetzt nicht abgestimmt habe, dann für ein Dragrennen. Da hätte ich vielleicht dran denken sollen. Das ist jetzt doof. Ja, komm, ernsthaft? Weil die da neben uns ist, durfte ich nicht ausweichen? Na gut, aber ihr habt gesehen, es hätte hinhauen können. So, ich weiß, dass das überdreht war. Ist mir schon klar. Und ich glaube, dass ich den Kompressor auf höhere Drehzahlen gelegt habe. Kommt mir jetzt gerade auch gar nicht entgegen. Die hat ja gerade verdammt lange gebraucht, um wieder auf Touren zu kommen. Ah. Was war das denn? Verdammt. Fahr. Komm schon, komm schon, komm schon. Och Mensch. Ich habe gedacht, ich weiche dem jetzt ganz elegant aus, indem ich den Speedbreaker nutze. Auf einmal haut's die Kiste 90 Grad rum und in die Wand rein. Weil ich so ein Profi bin nämlich. Kannst du mal aufhören zu kuscheln? Die anderen nennen dich zwar alle süß, aber mir ist das sowas von egal. Im Moment sind wir einfach nur Rennfahrer und das war's. Oh, jetzt... Ja, komm! Lass doch mal gut sein. Ja, sie schaddert. Okay, also... Diese Stelle ist richtig, richtig hundsgemein. Ich weiß noch nicht, wie ich da durchkommen soll. Gucken wir mal. Irgendeinen Weg finden wir da schon, da bin ich sicher. Müssen wir aus dem Weg gehen? Ernsthaft jetzt? Okay, das haben wir schon mal. Hier sind wir durch. Da war es schon wieder. Ja, das können wir vergessen. Alles klar. Ich raff das nicht. Wie soll ich da vorbeikommen und trotzdem vorne bleiben? So, ich denke mal, das war jetzt schon mal ein ziemlich reibungsloser Start. Oder wie seht ihr das? Also ich denke, mit sowas kann man arbeiten. So, hier kommt er. Und rums. Okay, ich habe gerade mal gedacht, vielleicht wenn ich einfach draufhalte, vielleicht ist er ja weg, bis ich da bin. Vielleicht ist das das Geheimnis. Nein, ist es nicht. Also der perfekte Start bringt mir überhaupt nichts. Generell habe ich nicht besonders das Gefühl, dass das Auto hier unbedingt für Drags gemacht ist, allein aufgrund des Frontantriebs. Weil er halt da... Oh ja, jetzt lenkt doch auch mal, meine Güte. Also ihr merkt es vielleicht, ich habe wirklich keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Ja, ich weiß, perfekter Start, überdreht, blablabla, pipapo.
Okay, die habe ich abgedrängt. Da war schon wieder. Ich ziehe nach links. Der macht so einen halben Spurwechsel und das war's. Der lässt mich nicht ausweichen. Das Spiel lässt mich einfach nicht los an dieser Stelle. Ich meine, ich versuche es ja wirklich. Okay, fünfte Gang Feuer. Da rechts kommt einer raus, da braucht uns nicht bocken. Da rechts kommt einer raus, auch kein Problem. Jetzt kommt er hier. Ich kann nicht ausweichen, geht nicht. Ich probiere es jetzt. Ich bin jetzt soweit, ich probiere es jetzt mit Bremsen. Kann es ja wohl echt nicht sein. Ne, diese Drag-Rennen, die haben mir schon damals nicht wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich zwar, dass Abwechslung drin ist, aber diese komische Scheiße mit den Script-Events, die immer genau gleich aussehen und immer genau gleich scheiße sind. Das kannst du vergessen, das kannst du so hart vergessen. Jetzt ist sie schon wieder durch. Ich hätte auch gesagt, ich wollte dieses Mal abbremsen, ne? Habe ich jetzt gar nicht gemacht. Ja, ich weiß, dieser auch so perfekte Start, der bringt mir einen Scheiß. Sollte wieder versuchen, nicht perfekt zu starten, das bringt mir mehr. Vielleicht ist das ja wirklich das Geheimnis. Auch nicht. Ich meine, ich hab's doch versucht. Wie weit soll ich denn bitte bremsen an der Stelle? Na gut, dann bleiben wir jetzt halt mal hinter. Ja, komm, langsam darfst du schon mal beikommen hier. So, die räumt jetzt erstmal schön auf. Überall frei fliegende Schilder. Das ist alles ganz toll und so. Und da sind wir jetzt. Ja, komm. Wie kommt die denn da vorbei? Wieso kann die nach links lenken an der Stelle und ich nicht? Das erklär mir doch bitte mal einer. Also es ist nicht böse gemeint, aber langsam wird es echt frustrierend hier. Ganz ehrlich. So. Ja gut, dann probiere ich jetzt halt nochmal ganz nach links zu kommen. Irgendwie muss das ja gehen, denke ich mir mal so, ne? Ganz nach links, ganz nach... Es gibt keine Spur links. Gibt's nicht. Ich habe gerade extra an dieser Stelle die ganze Zeit nach links gehämmert. Also ungefähr so, jetzt hört man das vielleicht. So ungefähr war das gerade. Aber es bringt einfach nichts. Ich komme an dieser Stelle wahrscheinlich wirklich nur vorbei, wenn ich so langsam bin wie die gute Jules. Und dann ganz am Ende mein Nitro zünde, um dann nach dem Laster an ihr vorbeizuziehen. Irgendwie sowas. Oh Mann. Ja, da... Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ich habe versucht, nach rechts auszuweichen. Falls sich jetzt jemand wundert, nein, es ging nicht. Also hier gibt es wirklich nur die zwei Spuren, auf denen wir hier unterwegs sind. Und wie die es schafft, außerhalb dieser Spuren zu fahren, ist mir ein Rätsel. Naja, vielleicht braucht man einfach nur ein scheiß Glück. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Wirklich nicht.
Okay, das war frustig. Glückwunsch aus zwei Symbolen wählen. Ja, das will ich aber auch mal hoffen. Ich weiß nicht, ob ich es gleich in die Aufnahme mit reinnehme, in den Zusammenschnitt, aber wir sind einmal gefasst worden. Eines der Symbole ist futsch, eines der Freilassungssymbole, Getriebe-Upgrade, ach Mensch, da freue ich mich doch. Und, ene mene Mist, es rappelt in der, ach leck mich doch, nehmen wir einfach die Mitte. Kostenlos aus dem Knast, das ist doch gut. Haben wir das Symbol gerade wieder drin. Nächster Gegner, Blacklist 7. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne sagen, hallo Schatzi, oder irgendwie sowas in der Art, aber nee. Nee Leute, wir machen einfach weiter. Also die Fährten Benz, das ist schon mal gut. Kira Nakasato, genannt Kase oder Katze, Kätzchen, Kitty. Wie soll ich dich nennen? Lebenslauf. Katze hat echt einen Dachschaden. Wenn sie mit ihrem bescheidenen Können nicht weiterkommt, rammt sie dich einfach den Weg frei. Das Mädchen ist fieser als man denkt. Sie zerlegt alles, was ihr in die Quere kommt. Dich eingeschlossen. Die hat kein Problem damit, sich eine Beule zu holen, nur um dich platt zu machen. Und das ist jetzt neu. Weshalb? Erleben wir das nicht die ganze Zeit hier in dem Spiel? Nur mal so am Rande. Kamikaze. Ah ja. Wie kommt's eigentlich, dass die kein Japaner fährt? Hat man sich bei EA gedacht, so, wir nehmen jetzt hier so ein Mandelauge und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwerten, sondern einfach eine Asiatin halt, ne? Und damit uns niemand unterstellen kann, dass wir hier zu tief in die Klischeekiste greifen, fährt die keine Supra oder ähnliches, sondern Benz. Hallo Ronny. Hey, hier ist Ronny. War es zu leicht gegen ihn? Na gut, wir werden sehen, wie leicht es wird, wenn wir gegeneinander antreten. Zu leicht gegen ihn? Du willst mir sagen, wir sind gerade gegen einen Kerl angetreten? Ronny, du hast es am Kopf. Gut, Bauteile. Wir haben mit Sicherheit irgendwas freigeschaltet. Hallo, darf ich betreten? Jo, darf ich, dankeschön. Einmal Hinterzimmer, einmal Leistung, einmal Getriebe, einmal ist schon. Spezialkupplung und Schwungrad, na gut, von mir aus. Gut, haben wir das, dann können wir jetzt mal hier gerade kurz kicken bei den Karosserieteilen. Ich versuche das Ganze schnell zu machen. Okay, das hier kriegen wir erst. Warum gucke ich hier eigentlich mal wieder rein? Ich finde die eigentlich sowieso alle hässlich. Das Einzige, was man gerade noch machen kann, ist das, was wir drauf haben. So. Hauben haben wir durch bis zum Ende. Dachspoiler will ich nicht. Felgen bin ich ganz zufrieden mit unseren BBS-Schluffen. Ich meine, die haben wirklich was, oder? Also mir gefallen die. Lack, Vinyl, blablabla, pipapo, brauchen wir alles nicht. Haben wir denn hier vielleicht? Ja, haben wir. Ja, dann wäre ich doch eigentlich schon fast mal hierfür. Und zwar in welchen Farben? Ich hätte gerne wieder irgendwas Blaues, einfach weil das zu den Seitenlackierungen auf unserem Kobalt passt. Dann irgendwas Grünes und naja, irgendwas Orangenes. Sonst sieht das mit dem Zeitbreak-Dingskirchen wieder so schäbig aus. Obwohl, wisst ihr was? Vielleicht, wenn wir das hier orange machen. Skalengrün und den Hintergrund. Ah, grün und blau ist irgendwie auch ungeil, oder? So vielleicht. Ah, der Kerge und die Farbwahl. Das ist genauso schlimm wie Felgen aussuchen. Das kann ich beides nicht. Ach, machen wir es so. Dürfte jetzt auch gerne sagen, ist hässlich. Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sehr schön, aber ich denke mal, das hat mich immer sehr gestört bei dem Spiel hier, dass die Nitro-Anzeige grün blieb und die Time-Break-Dingskirchen-Zeitlupen-Murks-Anzeige immer orange blieb. Und dass das überhaupt nicht zum Rest der Anzeige passte. Deswegen nehme ich jetzt diese beiden Farben, dann sieht es scheiße aus, dann sieht es aber wenigstens scheiße zusammenpassend aus. Wenn das Sinn macht. Hoffe ich einfach mal. So, haben wir hier irgendwo was Neues? Nö, natürlich nicht. Wirklich nichts Neues? Gar nichts? Ab Blacklist Nummer 7, ab Blacklist Nummer 5, ab Blacklist Nummer 6, ab Blacklist Nummer 6, okay, alles klar, dann haben wir hier wohl wirklich nichts.
Ich habe noch gedacht, okay, vielleicht sollte ich einfach dem Symbol nicht trauen, das da fehlte. Aber wie es scheint, haben wir da tatsächlich ein Problem. So, und jetzt seht ihr hier unten rechts dieses orange-grüne Monstrum. Das sieht wirklich irgendwie schäbig aus, gebe ich zu. Aber es ist wenigstens in sich stimmig und das ist mir persönlich irgendwo wichtig.